Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Sind die Produkte, die ich euch heute zeige, den Hype wert oder ist es alles nur heiße Luft? Das werden wir mal herausfinden, denn wir schminken damit einen Look. Immer mal wieder ist es so, dass ja quasi Firmen neue Produkte auf den Markt bringen und ich sehe mich auch so ein bisschen so als eine Person oder als, es ist mein Job, dass ich Produkte für euch austeste, mit euch zusammen teste und euch dann halt auch dementsprechend sagen kann, ob es sich eben lohnt oder nicht, die Produkte halt vielleicht sich mal anzuschauen. Denn vieles, was ich hier auf meinem Tisch liegen habe, ist gar nicht mal so günstig. In diesem Sinne, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, hier sind wirklich sehr, sehr teure Schätzeleins dabei und ich starte mal mit einem Produkt von Yves Saint Laurent. Natürlich habe ich alle Produkte auch in der Infobox verlinkt. Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Primer her habe. Der war, glaube ich, irgendwo mal als Goodie mit dabei. Touche Eclat Blur Primer, Blurring and Illuminating Primer, Maximizing Skin Radiance. Das ist dieser hier. Ja, das sieht wahrscheinlich in der Originalverpackung etwas hübscher aus. Das sind jetzt ja auch nur 10 Milliliter. Ich habe da richtig Glitzerpigmente drin. Fühlt sich eher silikonig an. Das ist ja aufregend. Verträgt sich jetzt auch eher so semi-gut mit meinem Lichtschutzfaktor? So gar nicht. Und nach Entfernen der Krümelparty sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Ja, schon geblurrt. Und die groben Schimmerpigmente, die ich hier in dem Pöttchen auch sehe, kommen auf dem Gesicht und auch halt auf den Händen, ne? Nicht so glitzerig rüber, was ich sehr, sehr begrüße. Denn ich bin jetzt kein Fan davon, dass ich jetzt irgendwie krass groben Glitzer im Gesicht hätte. Ich weiß nicht, ob ich den mag. Es ist halt silikonig, ne? Aber es hat schon ein angenehmes Hautgefühl, auch wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dass alles, was ich jetzt danach auftrage, krümeln könnte. Mal schauen, wie die Dior Backstage Face and Body Foundation damit reagiert. 1C habe ich mir als Farbe gekauft und das ist jetzt auch irgendwie eine neue Verpackung. Ich glaube, von Sephora oder so habe ich mir das gekauft. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Wir haben hier halt so eine Plastik- oder Silikon, Silikon macht das schon, Quetschtube. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist ganz schön viel. Die muss man schütteln, weil die echt flüssig ist. Und dann gebe ich die mir doch einfach mal mit dieser Quetschtube auch direkt aufs Gesicht. Und ich glaube, das könnte funktionieren. Wow, farbtechnisch richtig gut. Ja, die hat eine mittlere Deckkraft. Und ich finde die wirklich schön. Wow. Nehme ich jetzt ein Schwämmchen und arbeite mir die noch ein bisschen besser ein. Aber das sieht richtig gut aus. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Vom Auftrag her, von der Farbe her, vom Finish, ne? Die macht schon viel, viel Schönes im Gesicht. Das sieht alles sehr gesund aus und die Farbe passt. Da bin ich auch immer sehr happy mit. Nee, es ist definitiv eine gute Sache. Also das ist worth the hype, definitiv, definitiv. Und den habe ich auch schon bei Jenny's Highlights gesehen. Bright Light Sheer Concealer von Huda Beauty Glowish. Habe ich mir bestellt in der Farbe 1.5 Fair Cool. Wir haben eine Pappverpackung, was ich sehr schön und nachhaltig finde. Und hier haben wir einmal den Concealer. Das könnte auch was werden mit uns beiden. Der hat auch irgendwie einen Geruch, aber halt jetzt nicht irgendwie super krass parfümiert oder so. Den trage ich mir jetzt erstmal vorsichtig auf und schaue mal, was da mit uns beiden passiert. Schwämmchen einblenden. Ich mag es ja ganz gerne, wenn Concealer halt nicht so matt runtertrocknen, so, ne? Weil das bei mir immer sehr crazy aussieht, weil ich bin ja ein trockenes Häutchen und ich bin halt auch einfach schon 34 Jahre alt. Dementsprechend habe ich auch Fältchen unter den Augen. Auch das eine gute Deckkraft. Mittel, das gefällt mir, ne? Das kann man definitiv machen. Das fühlt sich auch sehr angenehm unter den Augen gerade an. Nicht irgendwie so stark matt antrocknend anziehend. Und hier unten habe ich eine Unreinheit und da oben beziehungsweise eher Pickelmale, weil die Unreinheit ist schon weg. Es sind noch Nachwehen von der Erdbeerwoche. Die werden jetzt nicht wirklich damit abgedeckt, ne? Ja, also unter den Augen kann man das definitiv gut verwenden, um da so ein bisschen aufzuhellen. Fürs Abdecken von Unreinheiten ist das jetzt nicht so unbedingt geeignet, aber das ist nicht schlimm. Ein schöner Concealer. Ja, das ist ein etwas älteres Schätzelein von Anastasia Beverly Hills, der Eye Primer. Da brauchst du nur ganz, ganz wenig von, weil der sehr stark abdeckt, ne? Aber das ist halt ein ganz, ganz toller Lidschattenprimer, damit halt nichts irgendwie anders aussieht, als es aussehen sollte. Also das ist halt eine ganz gute Sache, weil der ist so ein bisschen dafür da,
um das Lied vorzubereiten, um Äderchen schon mal komplett abzudecken, aber auch um zu verhindern, dass dein Lidschatten, den du aufträgst, einen Stain hinterlässt. Jetzt habe ich hier zwei Blushes, die habe ich mir, ich glaube, bei Beauty Bay bestellt. Revolution Pro Hydra Bright Cream Blush, da habe ich einmal die Farbe Peach, die werde ich jetzt mal hier auftragen. Der kommt mit so einem Puffel, hat halt so ein bisschen diese Charlotte Tilbury Vibes, ne? Dann drückt man das Produkt hoch, dass es hier in den Puffel kommt, dreht es wieder zu und kann sich den Blush auftragen. Der hat auf jeden Fall krass Goldschimmer mit drin. Für die andere Seite werden wir dann etwas dunkler, da habe ich mir den Farbton Pink gekauft. Und ich muss sagen, jetzt so auf den ersten Blick finde ich den Pinkton auf jeden Fall schöner, ne? Weil da einfach auch mehr rauskommt, weil der Peach ist jetzt irgendwie schon wieder verschwunden. Ciao. Also alle beide sind eher subtil tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, ne? Da ist jetzt von beiden, die verschwinden irgendwie. Habe ich irgendwie einen Knick in der Optik oder ist das wirklich so? Weiß ich nicht. Es ist irgendwie schon wieder weg, ne? Komisch. Ich weiß, ich sitze hier in einem ziemlich warmen Pulli, weil ich drehe das Video ein bisschen vor und das ist noch ein bisschen kühler gerade. Was ist das denn heute? 17 Grad, ja, deswegen habe ich mich einfach mal ein bisschen wärmer angezogen. Aber ich habe hier ein absolutes Sommerprodukt und ich müsste auch diese Woche einen Code bei Dalton haben mit 20% Rabatt auf alles. Schaut da super gerne mal vorbei. Das hier ist ein großartiges Produkt, was man als Toner verwenden kann, was man verwenden kann als Setting Spray, damit so Make-up sich miteinander verbindet und so, ne? Freshen Up Feuchtigkeitsspray, Hydrating Face Mist, das hat auch so einen schönen kühlenden Effekt mit dabei. Und das trage ich mir jetzt einfach mal so übers Gesicht. Ich persönlich verwende das einfach super gerne nach cremigen Texturen. Wie gesagt, damit alles ein bisschen besser miteinander verschmilzt. Und im Sommer ist es halt ein schöner Freshener, ne? Wie das Ding ja schon sagt, Freshen Up. Gibt es immer nur im Sommer bei Dalton, also schaut wie gesagt gerne mal vorbei. Da könnt ihr auf alles aktuell 20% sparen. So, dann schauen wir uns ein Puder an. Das habe ich mir bei Lookfantastic bestellt. Von Laura Mercier ist das hier das Translucent Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder. Das müsste es dort halt auch rabattiert geben. Da schaut man mit Claudi Welt vorbei. Da habe ich nämlich immer einen Code. Das möchte ich mir gerne jetzt erstmal mit einem Pinsel unter meinen Augen auftragen. Da nehme ich einen etwas feineren Pinsel erst und setze damit meinen Concealer. Der Trick bei diesem Puder ist, dass es nicht so super matt ist. Und das finde ich persönlich auch immer, wie gesagt, ganz angenehm. Das haben wir eben schon beim Concealer herausgefunden, dass ich darauf stehe. Und das mag ich sehr gerne leiden. Dann nehme ich mir einen großen Fluffel. Die Pinsel sind übrigens von Spectrum. Da hatte ich mir mal im Sale auch einiges so bestellt gehabt, ne? Und damit gehe ich jetzt über mein komplettes Gesicht. Und wir sehen es auch schon im Puder selber, dass es jetzt nicht so super matt ist, ne? Das ist echt cool. Ja, ein sehr empfehlenswertes Puder, wenn man das halt mag, dass man nicht so super matt aussieht. Aber trotzdem hat es ja gesettet, ne? Das ist, ich finde es großartig und ich mag es einfach, wie meine Haut sich anfühlt. Auch ein Produkt, was ich mir jetzt gekauft habe von MAC, ist das Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer Produkt. Habe ich in der Farbe Light Rosy. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Ich glaube auch hier, Jenny's Highlights hat das schon mal vorgestellt und gesagt, dass es halt ein Bronzer ist, aber kein Konturprodukt, ne? Die Verpackung sieht echt hübsch aus. Also dieses Glitzy-Flitzy mag ich gerne leiden. Ist irgendwie so mit Stoff überzogen quasi. Und hier haben wir dann einmal den Bronzer. Auch hier nehme ich mir meinen großen Fluffel und trage mir den Bronzer einfach an den zu bronzenden Stellen auf. Oh, das gefällt mir jetzt schon, muss ich sagen. Seht ihr das? Das ist halt wirklich leicht, schön verblendet und die Farbe mag ich gerne leiden. Das ist schön. Hat das was Rosanes mit dabei? Ich weiß nicht. Doch. Ne? Ja. Läuft. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Benefit. Ich glaube, das habe ich... Habe ich das von Benefit mal zugeschickt gekriegt? Ich glaube schon. Den Shelly. Das ist ein Blush. Auch der ist eigentlich eher matt und sehr peachy. Also ich finde die neuen Blushes von Benefit wirklich, wirklich schön. Die haben tolle Farben, sind halt sehr pudrig, da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, aber schön, oder? Mit ein bisschen Glück habe ich auch gerade bei Purish einen Code mit Claudis Welt 20 oder so. Könnt ihr dann 20% Rabatt auf alles bekommen. Hier habe ich ein Produkt, was einfach mega hyped ist und zwar Nabla Skin Glazing in der Farbe Ozone. Ein extrem schöner, mega empfehlenswerter Highlighter. Klar, ich habe jetzt ja auch schon Glow drauf, aber der macht halt wirklich, du siehst aus wie ein glasierter Donut, hast aber halt nicht jetzt so,
so ein Streifen oder so. Also wenn ich mich bewege, seht ihr ja die Bewegung, ne? Das ist richtig, richtig schön. Das ist Spiegelglanz und der hält euch wirklich ein Leben lang. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe immer irgendwo irgendwie einen Code, aber das ist halt einfach so, dass ich gerne mit den Firmen natürlich auch zusammenarbeite. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, die Produkte zu verwenden, ist es ganz sinnvoll, wenn ich dann zu dem Zeitpunkt auch einen Code für euch habe. Macht ja auch Sinn. So, der Highlighter ist aufgetragen und ich finde das einfach sehr, sehr schön vom Look her. Das ist ein Produkt, der einfach generell immer irgendwie im Hype ist von Benefit. Precisely My Brow Pencil in der Farbe 2 ist meine Farbe. Finde ich mega, mega schön. Habe ich schon diverse Male leer gemacht und absolut den Hype wert, weil bei Augenbrauenstiften, finde ich, ist es halt echt eine Sache. Ich habe jetzt gerade auch einen Augenbrauenstift wieder mal leer gemacht. Das ging so schnell, war von Bell Hypoallergenic, ne? Und ich glaube, in einer Woche habe ich den leer gekriegt und den hier, da komme ich locker 2 Monate mit hin, ne? Dementsprechend finde ich, ist der Preis schon ziemlich gerechtfertigt. Wohingegen ich mittlerweile beim Augenbrauengel sagen muss, dass ich versuche, einen Hype auszulösen. Mal gucken, ob es funktioniert. Von Revolution habe ich hier nämlich den Brow Glow. Und das ist wirklich ein super, 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 super Alternativprodukt zu dem 24 Hours Brow Setter, weil der tackert dir wirklich die Augenbrauen fest. Du hast einen anderen Spoolie, ein anderes Applikationsbürstchen, ja, definitiv. Aber wie der auf dem Auge was macht, beziehungsweise auf den Augenbrauen, das ist halt wirklich großartig. Du hast hier nicht zu viel Produkt dran. Du hast hier eine gute Kontrolle, weil der nicht zu schnell runtertrocknet, ne? Und ich finde, hiermit kann man definitiv einfacher arbeiten als mit dem 24 Hours Brow Setter. Bezahlt es aber nur einen Bruchteil dafür, ne? Ich finde den ganz, ganz toll. Der echt, also, ne? Hype, 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 hype. Ich werde jetzt einen Grundlook schminken mit der Jewels & Gem Palette von Odin's Eye. Das ist eine Marke, die ihr euch definitiv mal angucken könntet, weil die eine richtig, richtig gute Qualität haben. Ganz tolle Lidschattenpaletten, wunderschön und liebevoll designt. Preis finde ich auch bezahlbar, kein Zoll, weil Schweden, wirklich cool. Die habe ich jetzt noch nicht verwendet, das heißt, das machen wir jetzt heute in der First Impression. Ist jetzt auch nicht so unbedingt mein absoluter Vibe, weil das eine absolute Cool-Toned-Palette ist. Sarah Isabel ist gerade am Applaudieren wahrscheinlich. Und ja, da werde ich nämlich gleich etwas Neues von LH Cosmetics drüber geben. Deswegen machen wir hiermit mal einen Grundlook. Dafür nehme ich mir jetzt zuallererst den Ton Transition auf. Ein sehr, sehr kühler Petrolton. Und den setze ich mir auf mein Lid. Holla, die Waldfee. Das ist wirklich mal was anderes, ne? Das ist schon heftig. Ungewohnt. Jetzt nehme ich den Ton Ecstasy. Das ist dieses, ja, ganz hell grau, lila Flieder und blende das hier an den Enden, Ecken, Kanten entlang. Mystisch. Dann nehme ich den Ton Rapture. Das ist dieser Dunkelblauton. Und den setze ich hier außen hin, um eine kleine Verdunklung zu haben und auch etwas in die Lidfalte. Die Töne sind sehr, sehr stark pigmentiert, weswegen wir auch etwas Krümelei in der Palette haben, was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil das eine bewirkt halt einfach das andere, ne? An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir dieses gräuliche Lila, würde ich es fast schon nennen. Gräuliche Aubergine Heaven. Boah, sieht das dunkel aus. Außen blende ich mir aber trotzdem noch ein bisschen was von dem Rapture mit rein. Das ist schon richtig Morbus Black Style. Das kann man nicht anders sagen, das ist schon heftig. Schimmertöne würde ich gleich zukommen, denn ich möchte jetzt von LH Cosmetics, da habe ich 3 verschiedene Farben, die erstmal mit euch zusammen swatchen. Das sind halt wirklich so Duochrome Liquid Shadows. Da starten wir mal mit dem Ton Tease, Flirt, Delish. Der ist ein bisschen kühler unterwegs. Aber guck mal, wie schön sich das halt so auftragen lässt, ne? Der ist halt etwas heller. Also das sind die 3 Töne, die ich zugeschickt bekommen habe von Purish. Und auch auf die könnt ihr dann aktuell 20% sparen. Wir starten definitiv mit dem Ton Tease. Und damit ziehe ich mir quasi wie eine Cut Crease, habe ich mir gerade überlegt. Und den versuche ich jetzt auch einfach so mit dem Applikator aufzutragen und so trocknen zu lassen. Das ging echt sehr, sehr simpel und einfach und sieht total umwerfend aus. Oh mein Gott. Also die Farbe finde ich wirklich großartig. Ich würde aber tatsächlich ganz gerne auch noch anderen Schimmer, meine Kamera kommt nicht damit klar, damit kombinieren, weil mir das dann doch ein bisschen zu dunkel sein könnte. Apropos dunkel, hier außen verdunkle ich das Ganze noch ein bisschen mit dem Rapture, dass ich das auch in diesen Ton mit reinbringe, damit man auch so einen schönen Übergang hier findet.
Ja, da muss man aufpassen, denn man blendet dann den getrockneten Schimmer damit auch ein bisschen weg. Ich nehme jetzt hier den Ton Swoon, das ist schon so ein richtig krasser Glitzerton. Den setze ich mir sowohl in den Innenwinkel als auch als Toppington über Tease mit drüber. Und der ist nicht so kühl, wie ich dachte, ne? Ups. Ich glaube, dass Elatedness, also dieser Ton hier oben, da ein bisschen besser passen könnte. Der sieht auf dem Finger auch etwas kühler aus. Oh ja, viel, viel besser. Es macht echt viel Spaß, diesen Look zu basteln. Aber ich sollte jetzt aufhören, denn ich glaube, das ist jetzt genug auf dem Auge. Also Palette finde ich großartig. Die LH Cosmetics Sparkles finde ich auch richtig schön. Die sind jetzt hier auch angetrocknet. Wir machen mal den Wischtest. Oh, Wischtest vor allem, ne? Wischtest. Mache ich so? Ja, nee. Da habe ich jetzt halt Glitzer, ne? Aber die sind trocken. Hoho, wie soll ich die jemals runterkriegen? Wie soll ich das jemals runterkriegen? Wow. Jeder, der irgendwie mit Purish zu tun hat, hypt dieses Fixing Spray von Ofra aktuell. Und das ist halt auch wirklich richtig gut. Es gibt halt nochmal Glow, ne? Also dieser Look ist halt wirklich, ich bin eine Tannenbaumkugel im Hochsommer. Der Eyeliner ist schon länger bei mir, der möchte jetzt einfach mal verwendet werden von Natasha Denona, der Blade Liner. Hat eine ganz normale Filzstiftspitze und malt halt wirklich schön tiefschwarz. Ja, das passt. Ja, damit macht es definitiv Spaß zu malen, deswegen habe ich auch ein bisschen übertrieben, aber es ist okay. Jetzt habe ich hier eine Mascara von Fenty Beauty, die Hella Thick Volumizing Mascara, die ich mir bei Sephora gekauft habe. Hat eine sehr, sehr coole Verpackung. Ne, das sieht schon mal sehr ansprechend aus. Kannst du jetzt nicht hinstellen, das triggert vielleicht den einen oder anderen. Eine abgeknickte, kegelförmig zusammengehende Kunstfaserbürste. Schaut einmal so aus. Hat keinen wirklichen Duft. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Gibt bessere, gibt schlechtere. Mich haut die Mascara jetzt nicht so ultimativ vom Hocker. Sie macht schon Volumen. Also auf der Seite sieht man das ein bisschen besser tatsächlich. Ne? Ja, ne? Wie gesagt, da gibt es bessere, da gibt es aber auch schlechtere. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass man sich für den Preis diese Mascara kaufen muss. Ne? Da gibt es wirklich, wie gesagt, auch bessere. Auch in der Drogerie. Ja, aber sie macht den Look halt wirklich komplett, weil dieser Look braucht Wimpern, Tusche, doll und braucht auch einen Eyeliner, weil ansonsten kommt er natürlich nicht so ultimativ zur Geltung. Was dieser Look aber definitiv auch braucht, ist Lippen. Ja, denn ansonsten sieht das Ganze hier sehr tot aus, während hier sehr viel los ist. Da habe ich hier von Huda Beauty einen Lip Liner in der Farbe Venus. Eine wirklich schöne Farbe. Wow, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Schönes Nude-Tönchen, ne? Hat sich toll auftragen lassen. Sehr, sehr angenehm, sehr empfehlenswert. Und darüber gebe ich mir einen Lippenstift von Kaja. Die ist ja auch sehr gehypt. Ich glaube, bei Schickimicki habe ich die Marke jetzt auch schon öfters gesehen. Ich glaube, Adore You, oder? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, das ist ein Nude-Tönchen, der sehr, sehr hell ist. Das heißt, ich muss jetzt mal so ein bisschen, also sehr orangi, noch ein bisschen was von dem Lip Liner außen drum zugeben. Als Schmuck nehme ich jetzt mal meine Haare und habe somit einen wirklich wilden, rauchigen Look irgendwie kreiert. Das ist ja der Wahnsinn. Also ja, es ist eher so ein Winterlook, ne? Im Hochsommer läuft. Ja, aber ich persönlich finde, dass meine Augen richtig heftig zu, also so rauskommen, ne? Das sieht schon ziemlich cool aus, Leute. Kann man nicht anders sagen. Ich liebe auch, wie meine Haut aussieht. Das sieht so gut aus. Die Lippen sind jetzt nicht so ganz mein Fall. Die Wimpern finde ich leider auch ein bisschen, aber ansonsten toller Look. Doch, mag ich gerne leiden. Die Produkte sind alle in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich fühle es gerade total, obwohl ja eigentlich Hochsommer ist, ne? Egal, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr jetzt so am spannendsten fandet und welches euch vielleicht am meisten überrascht hat. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!